Viele werden sich jetzt fragen, jo Rewe, wo kommen denn die ganzen Kartons her, wo du gerade durchgesprungen bist und was ist eigentlich gestern passiert? Ich erkläre es euch ganz kurz, ja jetzt! Digga, was für ein Materfker war das denn, Alter? Inshallah. Was soll das? Das fuckt mich so jo unglaublich ab. Was soll ich denn mit diesen ganzen Kisten? Wow, so viele Kisten. Wow. Darauf erstmal mein Gebäck ablegen, lol sos. Shish. Saas. Aas. Wenn ich diesen Sohn einer blutbissenden Hafenschlampe in die Finger bekomme, dann bin. Hier ist ein Fenster. Und da sind Kisten. Wow. Geisteskrank. Holy shit, wer kommt denn auf sowas? Ich glaube, ich rede jetzt einfach noch ein wenig Spanisch. L'art habité par des peuples polynésiens depuis plusieurs siècles à l'arrivée de l'explorateur britannique James Cook en 1778, qui le baptise il sandwich. Ihr habt gesehen, Leute, irgendein unlustiger Vogel hat mein ganzes Zimmer voller Kartons gemacht und jetzt ist folgendes Video aufgetaucht. Jetzt gesehen, der liebe Freddy ist daran schuld, Leute. Und der liebe Freddy hat eine Angewohnheit, der kommt immer viel zu spät ins UFO. Jetzt habe ich mir überlegt, Leute, was machen wir? Stellen wir die Kartons wieder in sein Zimmer? Nee, machen wir nicht. Ich habe was viel, viel Besseres vor. Da der liebe Freddy ja momentan eine sehr, sehr innige Beziehung zu Paluten pflegt, habe ich mir überlegt, meine Freunde, dass wir vielleicht hingehen, Leute, und, sag ich mal, den ganzen Haushalt, also ich würde nicht sagen, dass es Müll ist, es ist schon ein wichtiger Bestandteil von Palutens Content, kurzfristig bei Freddy ins Zimmer räumen, damit Freddy sich viel, viel wohler fühlt, denn ich glaube, das ist eine Umgebung. Junge, das sieht einfach aus wie in der Messi-Wohnung von RTL 2 hier. So. Junge, es riecht doch einfach hier so. Das sieht wirklich aus, als hätte irgendein drogensüchtiger, Meth-Abhängiger an die Wand gesprüht. Dementsprechend, meine Freunde, habe ich mir gedacht, lieber Freddy. Ich bin ein bisschen außer Atem gerade durch. Dementsprechend habe ich mir gedacht, lieber Freddy, wenn du schon so dreist bist, ja, und über bei mir Kartons reinstellst, dann musst du auch mit einer Reaktion zurückwarten. Erwarten. Du weißt, was ich meine. Freddy, ich werde jetzt hingehen und mit Hilfe meines wundersamen Assistenten Thomas, der kleinen Elfe, das bist du ganz genau, gemeinsam den ganzen Kram von Paluten in dein Zimmer räumen, weil ich der Meinung bin, dass sich der ganze Müll, der ganze Haushalt von Paluten da viel, viel besser eignet und wir dieses Zimmer dann zum Lagern der Kartons einfach gebrauchen können. Gut, dass der liebe Paluten da jetzt mit runterleiden muss, tut mir ein bisschen leid, aber der war seit einem Monat eh nicht mehr hier, von daher soll das dem eh egal sein. Ich würde sagen, Leute, wir fangen einfach mal an. Ich habe mir jetzt wirklich viele Gedanken heute Nacht gemacht und habe überlegt, zündest du dein Zimmer an oder schneidest du dein Bremskabel durch? Stattdessen dachte ich mir, glaube ich, wenn man das Zimmer einfach von der Müll räumt, sollte das genug Hindernis für ihn sein. Und ich würde sagen, wir beginnen sofort. Wir müssen erstmal hier ein bisschen Platz machen, Thomas, damit es hier passt. So, dann fangen wir erstmal an mit diesem wunderbaren asozialen Couch-Ecke. Passt es durch? Ja, so ein Umzug ist nicht immer einfach, sage ich, ne? Aber das wird ein richtig geiles Set, was wir dem Jungen da bauen. Ich glaube, Palun und Freddy würden sich als Team einfach viel besser ergänzen. Komm, wir können das jetzt mal ganz kurz hier rein. Und jetzt müssen wir erstmal die ganzen Kartons holen, Alter. Kann man ja sagen, was man will. Ich kümmere mich hier um die Leute, ne? Ich habe ja noch ein bisschen Dekokram drin, so ein paar Luftschlangen, die wir da oben drauf zum Dekorieren, zum Garnieren quasi, weißt du? Zum Garnieren? Ja. Auch ganz wichtig. Ich glaube, Freddy wollte schon immer mal so einen guten Staubsauger. Alter, der ist ganz wichtig, Digga. Hier steht auch schon das Sofa. Perfekt. Man kann ja sagen, was man will. Paluten hat da einfach ein paar Schätze gehortet, ne? Das sind wirklich einfach Schätze. Millionen wert. Viele Leute würden sagen, das ist ein Messitum. Nein, das sind wichtige Utensilien für die Produktion von hochwertigem Web-Content. Ganz klar. Viele werden jetzt sagen, ja, Rewe, das ist wieder viel zu überzogen und der arme Freddy. Ich sag nein, das ist die Zusammenführung des UFOs 2.0, Leute. Paluten und Freddy wohnen jetzt in einem Zimmer. Spart ihr auch Miete, ne? Wir sparen Miete und den da kommt jetzt wieder zurück. Bitte, Felix, die vermissen dich. Hier auf der Kiste steht ganz klar drauf. Sturmwaffe, die kommt auch gleich darüber. Und die Popcornmaschine braucht das, nee, den. Die Popcornmaschine braucht ihr unbedingt, du hast recht. Ganz wichtig ist halt, wie gesagt, den Messi-Berg im Hintergrund zu haben, damit man halt in den Videos sehen kann, wie scheiße es Freddy geht. Ich glaube, das krönt alles nochmal ein bisschen ab, oder? Ich weiß nicht, da mache ich mir mal Sorgen, weil das ist zu laut, das tut mir ein Öhrchen weh. Thomas, stell doch mal die Kamera wieder ab, denn jetzt muss getragen werden, ja? Okay. Es fühlt sich ein bisschen an wie Weihnachten. Ja, es ist einfach was zurückzugeben, weißt du? Ja. Das Küchenregal muss natürlich eigentlich auch darüber.
Das Bällebad. Gute Zeit gewesen damals. Nicht zu vergessen. Das darf nicht umfallen, ne? Weil ich glaube, es man. Falls Freddy mal was backen will, kommt das Küchenregal natürlich auch in das Zimmer. Er kocht ja auch gerne so. Ja. Unsere Nachbarn hassen uns. Sitzt gleich eines Stuhls und ein Stuhlzylinder. So ein Stuhl ist ja auch wichtig, falls er mal Gäste hat, ne? Das stimmt. Boah, ich habe mich schon seit Wochen nicht mehr so produktiv gefühlt wie heute. Falls Freddy mal in die Decke kommen möchte, können wir direkt die Leiter dazu liefern. Zuckerwatte, ganz wichtig. Natürlich. Alter, Redi, gönn dir mal diesen neuen Küchenrollenhalter, den ich gekauft habe. Das ist der absolute Wahnsinn, der kann auch dann direkt das hier reingesteckt werden. Ja. Ist ja super. Das ist echt Kunst. Da kann man streichen und die Küchenrolle abrollen. Geil. Und wenn man will, kann man hier noch ein paar Körbe werfen. Ist ja perfekt. Ich habe keine Ahnung, was hier drin ist, aber ich glaube, es macht sich unglaublich gut, wenn ich es da hinstelle. Perfekt, Leute. Einfach nur perfekt. Ja, Leute, und da unser Wir helfen-Team mal wieder zwei armen Seelen geholfen hat, der liebe Freddy, der sich in seiner geordneten Umgebung überhaupt nicht wohlgefühlt hat, hat jetzt tatsächlich das Messi-Paradies auf Erden, Leute, ja? Schaut euch bitte dieses künstlerische Arrangement des Mülls bzw. des Krempels an. Wir haben hier einen wunderschönen Teppich, der das Ganze abglänzt, ja? Dann haben wir hier ein Kochregal im Hintergrund mit sämtlichen Utensilien, die man braucht, wenn man genervt sein möchte. Diese tolle Konstruktion, die wir hier gebaut haben. Aber, Leute, wir sind natürlich noch nicht fertig, denn es fehlt einfach noch ein bisschen Sache, das gewisse Extra. Und dementsprechend, meine Freundin, haben wir uns hier vom Wir helfen helfen Team ganz besondere Gedanken gemacht und haben uns überlegt, es ist doch an der Zeit, sage ich mal, das Ganze noch ein bisschen durch wunderschöne Raumdeko abzurunden und das von den Schuhen in diesem Raum komplett entfalten zu lassen. So, leider sind wir beide zu blöd, um diese Dinger zu benutzen. Freddy hat jetzt halt wieder einen schlafenden Hund geweckt. Das Problem ist halt, wir ziehen wahrscheinlich bald alle aus, Leute. Und ich habe tatsächlich Angst, dass diese Pranks sich am Ende jetzt so weit hochschaukeln, dass einer von uns stirbt. Aber das ist in Ordnung, damit muss man leben, Leute. Das sind Dinge, die wir auf jeden Fall verantworten können, weil wir sind alle reif und erwachsen, wie man sehen kann. Also welcher 42-jährige Arbeitslose mit mittelschweren Darmproblemen würde hier nicht gerne wohnen würden, Leute? Ach, Herr Ilja. Das ist irgendwie ungünstig. Was passiert hier? Ach, gar nichts, wir dekorieren hier rum. Ich sag mal so, wir vom RTL, wir helfen helfen Team, haben dem ordentlichen Freddy endlich seine kleine Messi-Hülle gebaut, wo er sich richtig, richtig wohl fühlt. Kann ich da noch arbeiten? Klar. Ilja, nimm dir doch einfach hier ein paar Luftschlangen und hilf uns doch einfach das Ganze abzurunden. Perfekt. So, Ilja, da du jetzt quasi der erste neue Bewohner, sag ich mal, dieser kleinen Kuschelhöhle hier bist, ja? Wie fühlt es sich an? Da fühlt sich jemand aber ganz wohl, du. Das ist ja richtig schön, du. Guck mal hier. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Danke. So, Leute, und jetzt kommen wir eigentlich zum Grande Finale. Die ganzen Kartons aus dem Gemeinschaftsraum, die stören ja unheimlich. Und da haben wir natürlich jetzt Platz geschaffen in Paulus Zimmer, meine Freunde, ja? Hört euch das an, was hier für ein Platz ist, dieser Hall, meine Freunde. Hier im verlumpten Zimmer, damit der Gemeinschaftsraum wieder schön ordentlich ist. Ich hoffe wirklich, dass Freddy sich in seiner neuen Messi-Höhle wohlfühlt und sich da einfach kreativer entfalten kann. Man spricht ja immer gern vom kreativen Chaos. Ich würde sagen, dass da wahrscheinlich das ein oder andere Lebensmittel drin ist, was gerade vergammelt. Das soll aber auch tatsächlich die Kreativität anregen, meine Freunde. Und ich hoffe mal, dass Freddy mich danach nicht umbringt. Es ist mir egal. Ich bin sowieso, ja, das hätte ich in ein paar Stunden schon wieder aus dem UFO weg. Also eigentlich kann mir nichts passieren, weil Thomas ja sicherlich das Wochenende hier bleiben wird und auf mein Zimmer aufpasst. Ich bin nach Bayern. Ilja, möchtest du dir vielleicht 5 Euro verdienen und auf mein Zimmer übers Wochenende aufpassen? Nee. Ja, Leute, wir sind offiziell im Arsch. Was wäre Palles Zimmer ohne den Ball? Ja, Leute, wir müssen das Ganze natürlich jetzt abrunden. Paluten, du bist bereit für dein neues Wohnzimmer. Schaut euch an, Leute, die gemütliche Kartonlandschaft, in der man sich einfach mal zurücklehnen kann und entspannen kann. Ist es nicht wunderschön, hier einfach mal den Blick schleifen zu lassen auf dieses wunderschöne Kunstwerk an der Wand? Man kann sich hier einfach komplett frei entfalten und das Leben wirklich in vollen Zügen genießen. Und das Schönste ist, dass wir es geschafft haben, innerhalb von einer halben Stunde das Leben zweier Menschen zum Positiven zu ändern. Ja, sogar von 5 Menschen, denn der Gemeinschaftsraum ist endlich wieder kartonfrei. Freddy fühlt sich in seiner wunderbaren Kuschelhülle wohl und Paluten hat endlich eine Menge Kartons, in denen er spielen, rascheln und kuscheln kann. Meine Freunde, ich freue mich jetzt einfach unglaublich darauf, auf die Reaktion der neuen Besitzer ihrer neuen Traumlandschaften. Und jetzt gibt es einfach noch ein paar tolle Impressionen von diesem wunderschönen Zimmer.
Soll ich fragen, warum du noch hier drin stehst, oder? Ich habe die Kamera gerade aufgebaut und dann, also dann bist du vor mir gekommen und dann so. So fühlt sich also so fühlen sich Klicks an. Wirklich, das ist kein gutes Gefühl. All das wird einst dir gehören. Also jetzt. Wie geht's dir, Simba? Hier ist dein Kaffee. Ich bin ein netter Mensch. Also der weiß schon, dass das jetzt exorbitant schlimmer wird bei so einer Stadt, oder? Also er hat schon gesagt, wahrscheinlich, als das UFO eh bald dem Ende sich neigt, ja, eskaliert es und irgendwann sterben wir einfach alle, hat er gesagt. Ja, wahrscheinlich, ja. Perfekt, dann gehe ich jetzt mal genau dieses Video schneiden, weil das kommt nämlich in 3 Stunden online, ne? Ernsthaft? Ja. Cool. Warte. Abonniert meinen Kanal bitte. Nach dem Büro wird cooler bei mir als bei Revi. Und schaut bei Thomas vorbei. Der kann, und bei Ilja. Weil Thomas kann mehr als Revi und Ilja kann mehr als ich. Perfekt. Uns drei nur. Danke. 2 Millionen Abonnenten dieses Jahr und ich lasse mir mein Kanal-Logo drüber. Also, no Freddy, shit. Freddy, also, ne? Erreicht jetzt. Freddy. Also, Freddy, also, Freddy, Jahr, Freddy. Auf den Arm. Also, Freddy. Ist er da? Ne? Ich lösche jetzt einfach seinen Fortnite-Account.